Wir schauen gespannt nach Bayern, denn im Kloster Sion beginnt heute die dreitägige Winterklausur der CSU. Und ganz am Anfang steht natürlich ein Auftaktstatement unter anderem von Ministerpräsident Markus Söder. Hören wir einmal rein. Lieber Alexander Dobe, meine sehr verehrten Damen und Herren, von meiner Seite auch ein gutes neues Jahr. Vor allem ein besseres als das jetzige. Wir brauchen ein Jahr der Hoffnung statt tatsächlich ein Jahr der Angst und der Sorge. Ich komme immer sehr gern her. Die Landesgruppe tagt als erste der großen politischen Parteien, der großen politischen Gruppierung in Deutschland. Damit werden Weichen gestellt für das ganze Jahr von unserem Spitzenmann Alexander Dobrindt, dem ich mich an der Stelle herzlich bedanke. Unsere Stimme in Berlin, der an der Stelle auch als strategischer Kopf in enger Zusammenarbeit mit Friedrich Merz die Geschicke auf den Weg bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Deutschlandgefühl ist schlecht. Die Menschen sind besorgt. Sie sind besorgt um den Abstieg. Sie glauben, dass Wohlstandsverlust das ist, was in diesem Jahr kommt. Die Menschen sind zugleich besorgt über den Aufstieg der AfD. Es wuchert etwas in unserem Land. Wenn es keine Neuwahl gibt, dann werden in diesem Jahr mehrere Chancen bestehen, dass die AfD möglicherweise das ganze Land mit ihren Thesen auch belastet und dann möglicherweise eine Situation gibt, dass das in ganz Deutschland zu einer Herausforderung wird. Und Sorge vor Aufstieg der AfD, Sorge vor Abstieg der Bürger und gleichzeitig kein Vertrauen in die Ampel. Noch nie gab es eine Regierung, die so wenig Vertrauen bei der Bevölkerung hatte. Und wie Alexander es ausgeführt hat, auch noch nie gab es eine Koalition, die so wenig Vertrauen zueinander hatte, wie das der Fall ist. Wären wir jetzt im Fußball, wäre das die richtige Zeit für einen Trainerwechsel. Genauso in der Mitte der Saison, katastrophaler Platz, geht nichts voran, macht man einen Trainerwechsel. Ich glaube, dass der Trainerwechsel, also der Kanzlerwechsel, allein nichts bringen würde, sondern es braucht generell eine Neuwahl. Nur so lässt sich Vertrauen wiederherstellen und nur so lässt sich übrigens eine Antwort finden, damit AfD und andere nicht auf Dauer darauf aufsetzen können. Ihr glaubt, dass die Neuwahl der richtige Weg wäre. Offenkundig hat die Ampel Angst, sich der Bevölkerung zu stellen. Und ich verstehe nicht, warum man nicht diesen mutigen Weg geht mit einem ambitionierten Programm und der Entscheidung der Bürger. Wir sind bereit zu regieren, jederzeit. Wir sind bereit zu regieren. Alexander hat es schon dargestellt. Dabei wollen wir als CSU ganz besonders klar machen, dass wir zum einen die Schutzmacht für die sogenannten Kleinleute sind, für kleine, mittlere Einkommen. Wir wehren uns dagegen, dass alles teurer wird und dass vor allem diejenigen, die nicht so viel haben, am meisten belastet sind. Tanken wird teurer, Essen wird teurer, Strom wird teurer. Es gibt keinen Ausgleich, kein Klimageld. Alle versprochenen Entlastungen greifen nicht. Umgekehrt wollen wir Schutzmacht und Anwalt sein der normalen und rechtschaffenen Bürger. Natürlich spielen auch Identitätsthemen eine ganz wichtige Rolle für viele Menschen. Das Kernaufgabe ist, eine neue Sicherheit zu vermitteln. Die Deutschen wünschen sich eine Sicherheit, eine Planbarkeit, selbst in schweren Zeiten. Deswegen, was braucht es? Es braucht einen neuen Energiedeal. Die teuren Kosten, die bei uns entstehen, kommen daher, dass wir eine falsche Energiepolitik haben. Wir brauchen einen neuen Energiedeal, eigene Energie im eigenen Land, anstatt teuer zu importieren. Deswegen wird für uns die Verlängerung der Kernenergie auch länger als ein, zwei Jahre, auch der Ausbau mit neuen kleinen Reaktoren ein ganz wichtiges Zeichen sein. Neue Sicherheit heißt auch, wir stehen im internationalen Wettbewerb in der Automobilität. Die Bundesregierung lässt die wichtigste Wirtschaftsbranche Deutschlands im Stich, schafft Misstrauen und Unsicherheit, indem man eine E-Mobilförderung einfach abschafft. Die braucht es. Sie muss sogar höher sein. Sonst übernehmen die hochsubventionierten Chinesen irgendwann den europäischen Markt. Und wir brauchen eine verlängerte Perspektive für den Verbrennermotor. Ich lese überall, wir hören überall, dass aufgrund des hohen Verbrenners noch die Chance besteht, in der Elektromobilität einzusteigen. Mehr Möglichkeiten. Die Preise gehen dadurch runter. Wortbruch muss verhindert werden. Die Gastronomiesteuer zu erhöhen war ein Wortbruch. Olaf Scholz hat was anderes gesagt. Die Erbschaftssteuer war ein Wortbruch von Christian Lindner, ist erhöht worden. Und ja, auch bei der Landwirtschaft. Natürlich lehnen wir radikale Attacken ab. Alles muss auf dem Boden des Rechtsstaats stattfinden. Aber insgesamt werden seit Jahren die Landwirte immer wieder an den Pranger gestellt, insbesondere auch von Grünen und anderen. Und deswegen Ablehnung von Radikalität, aber Verständnis und Solidarität mit der Landwirtschaft ausdrücklich. Wir sind beispielsweise in Bayern weitgehend ernährungsautark. Wir spüren, wie schlimm das ist, wenn wir nicht mehr autark sind. Zum Beispiel bei Medikamenten, wie abhängig wir sind. Wollen wir das bei dem Thema Ernährung auch riskieren?
Deswegen braucht die Landwirtschaft Unterstützung. Und dieser jetzt falsche und faule Kompromiss, den lehnen wir ab. Wir fordern die komplette Rücknahme der entsprechenden Pläne der Bundesregierung. Nächster Punkt ist eine echte Wende in der Migrationspolitik. Alexander Dobrindt hat es angesprochen. Die bisherigen Maßnahmen werden nicht ausreichen. Nur weil jetzt Winters und die Zahlen über die Fluchtwege etwas zurückgehen, ist das Problem nicht weg. Ganz im Gegenteil. Wir fordern dauerhafte Grenzkontrollen, bis endlich an der europäischen Außengrenze tatsächlich ein Grenzregime greift. Umstellen komplett, wenn es nur irgendwie geht. Wir werden in Bayern einen Vorschlag auch machen mit einer Bezahlkarte. Umstellen von Geld auf Sachleistung. Das Bürgergeld komplett überarbeiten. Man sollte den Namen schon ändern, weil er irreführt. Eigentlich sollte man das Bürgergeld umbenennen wieder in Sozialhilfe, weil nichts anderes ist es nämlich an der Stelle. Und für neue, insbesondere über die Fluchtwege nach Deutschland kommende, kann es kein Bürgergeld geben. Und ein wichtiger Punkt, die Rückführungsaktivitäten müssen verstärkt werden. Deswegen sollte auch überprüft werden, dass künftig nicht mehr ein allgemeiner, zum Beispiel bei Syrien, ein subsidiärer Schutz generell ausgestellt wird, sondern das BAMF sollte endlich wieder entscheiden und prüfen, ob jemand tatsächlich verfolgt ist oder nicht und ob es vielleicht auch Gebiete in Syrien gibt, in denen eine Rückführung noch einmal möglich ist. Für uns kommt es darauf an, keine kosmetischen Maßnahmen bei der Migration, sondern eine echte Wende der Migrationspolitik, das erwarten sich die Menschen. Und der dritte Punkt, neue Sicherheit, ist das Thema Wehrfähigkeit. Noch nie waren die Deutschen so besorgt, was die Zukunft ihrer eigenen Sicherheit betrifft. Seit 1990 eigentlich nicht mehr. Wir haben eine neue Bedrohungslage. Verliert die Ukraine, gewinnt Russland. Gewinnt Russland und zieht sich Amerika zurück, dann haben wir ein veritables Sicherheitsproblem. Die Zeitenwende ist bislang ein Zeitenwändchen. Viel ist nicht passiert. Auch wenn der Minister, das er ausdrücklich attestiert, auf dem richtigen Weg ist, die Umsetzungsgeschwindigkeit ist viel zu wenig. Deswegen braucht es tatsächlich größere Anstrengungen. Zum einen muss Deutschland die Ukraine wirklich unterstützen. Ich halte es für richtig, Marschflugkörper zu liefern, um der Ukraine mehr Möglichkeiten zu geben, die ständigen Drohnen- und Raketenangriffe abwehren zu können. Das ist die einzige ernsthafte Chance, damit die Ukraine neuen Mut findet und die Russen nicht gewinnen. Denn wenn die Russen gewinnen, richtet sich ihr Blick stärker auf die EU als wir jetzt und schneller auf die EU, als wir uns das vorstellen können. Wir müssen gleichzeitig 100% Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Material, Material, Material. Keine Haushaltstricks hin und her schieben mit der Bezahlung, bisschen was zum Sondervermögen nehmen, dafür den Haushalt absenken, sondern Material ist dringend notwendig. Panzer, Artillerie. Wir stellen fest, dass alle diese konventionellen Herausforderungen im Wesentlichen über den langen Atem von Material stattfinden. Haben wir ihn, sind wir sicher. Haben wir es nicht, wird es schwieriger. Dazu braucht es auch eine eigene Drohnenarmee. Wir haben selbst auch bei dem Besuch in Israel erlebt, wie wichtig mittlerweile solche Drohnen sind. Deutschland liegt da weit hinten dran. Und dauerhaft ist es wichtig, die Anzahl der Bindung der Bürger an den Staat, aber auch die Zahl der Soldaten stückweise zu erhöhen. Deswegen auch mein Vorschlag frühestens in 5 Jahren, aber dann doch wieder mit der Wehrpflicht zu ergehen. Wir haben große Sympathie auch für eine Dienstpflicht, nur die Dienstpflicht ist verfassungsrechtlich kaum umsetzbar. Die Wehrpflicht ist umsetzbar mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages. Und das hat auch den Vorteil, dass man dann sehr schnell beispielsweise mit einer 7-monatigen Grundwehrpflicht dann am Ende auch Verteidigungsfähigkeit stärker herstellt. Wir haben das im Vorfeld lange beraten, auch mit Militärs uns abgesprochen. Das wäre ein wichtiger Ansatz dafür, den wir voranbringen. Also Regierungsfähigkeit herstellen, indem wir neue Sicherheit gewährleisten, indem wir absurde Gesetze, die in die Irre führen, abschaffen. Vom Heizgesetz angefangen bis zu vielen anderen Dingen, Drogenpläne und Ähnliches mehr. Kein Mensch braucht in diesen Zeiten die Freigabe von Drogen. Wir brauchen eher die Sicherheit für die Menschen und wir sollten uns nicht ablenken lassen. Es ist sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite klar machen, dass die 16 Jahre, in denen wir regiert haben, gute Jahre waren. Die Arbeitslosigkeit halbiert, das Bruttoinlandsprodukt um 2/3 gesteigert. Wir haben große Krisen gemeistert und wir haben auch einen hohen internationalen Ruf uns erarbeitet. Wer sich heute das Verhältnis Deutschland-Frankreich anschaut, dem kann Angst werden um die Zukunft der europäischen Idee. All das muss wieder erneuert und verbessert werden. Zweitens, nicht ablenken lassen von der K-Frage. Wir werden, wenn eine Wahl ansteht, rechtzeitig zu einer guten gemeinsamen Einigung finden, aber nicht das ganze Jahr über die K-Frage reden. Die derzeitige Favoritenrolle ist ja ganz klar benannt bei Friedrich Merz. Und das Dritte, das ist nochmal wichtig, keine falschen Koalitionsspielgedanken machen.
Aus meiner Sicht ist klar, auch wenn die SPD mit Frau Esken und Herrn Scholz jetzt nicht den glücklichsten Eindruck macht, um sogar das Gegenteil zu behaupten, ich glaube, dass alle Spiele für Schwarz-Grün, jedenfalls für die Union, am Ende mehr Nachteile bringen. Wir glauben nicht, dass die Grünen am Ende regierungsfähig bleiben können, insbesondere weil sie diejenigen sind, die diese ganzen linksgrünen Projekte antreiben. Und bürgerliche Wähler werden davon abgeschreckt. Also ich finde Deutschland-Koalition, wenn es denn nicht anders reichen würde derzeit, immer noch besser als Jamaika-Koalition. Ich finde, es klingt auch vom Namen deutlich passender und würde bei der Mehrzahl der Bürger mehr Vertrauen erwecken als all die anderen Namen, die da stattfinden. Weder Ampel noch Jamaika birgen für eine große Seriosität. Und deswegen glauben wir, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten. Wir sind bereit, wir haben das Programm, haben ein neues Outfit auch. Also wir sind wirklich perfekt eingestellt auf das neue Jahr und freuen uns, da auch entsprechend Signale zu setzen. Vielen Dank. Also, das klingt doch schon nach Wahlkampf vorne Markus Söder, obwohl hier in Deutschland eigentlich erst 2025 wieder gewählt wird. Deutschland ist aber aktuell in einer Krise. Das hat er noch einmal betont. Die Menschen sind besorgt. Es braucht Neuwahlen. Das war wirklich in fast jedem Satz zu hören. Einen Trainerwechsel, den muss es sowieso geben, aber er reicht nicht mehr, so Markus Söder. Ja, wenn keine Neuwahlen anstehen, könnte die AfD das ganze Land belasten. Eine Herausforderung, die dann in allen Teilen des Landes zu spüren sein wird. Natürlich auch eine Anspielung auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr. Auch interessant. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Friedrich Merz der Kanzlerkandidat, der Favorit in der Union. Auch da schwingt vielleicht noch etwas mit, dass Markus Söder diese Frage noch nicht ganz beendet hat. So oder so, es kann so nicht weitergehen, sagt die CSU.